Dann starte ich. Sehr herzlichen Dank für die Begrüßung und sehr herzlichen Dank vor allen Dingen auch für die Einladung heute hier zum Klimatag in Kraichtal. Sie gestatten mir zunächst, dass ich die Begrüßung natürlich als Vertreter des Landkreises noch um eine Kleinigkeit, aber eine ganz bedeutende Kleinigkeit erweitere. Ich erkenne nämlich mehrere aktive und ehemalige Mitglieder des Kreistags hier auch in der Runde. Also Frau Rösner, Frau Schneider und dann etwas nach hinten versetzt sehe ich den Herrn Bortoli. Also Ihnen auch nochmal herzlich willkommen natürlich von meiner Seite. Das ist deshalb auch ganz wichtig, weil, wie Sie gleich feststellen werden, unsere Klimastrategie im Landkreis ganz wesentlich auch vom Kreistag selbst, nicht nur aus der Mitte des Kreistags, sondern wirklich vom Kreistag insgesamt mitgetragen wird. Und das ist ganz wesentlich natürlich, wenn Sie so etwas machen wollen. Sie brauchen die Unterstützung der politischen Gremien, um in dieser Frage auch auf der Ebene der Gemeinden oder des Kreises voranzukommen. Ja, wie Sie hier jetzt in Kraichtal, befassen wir uns auch auf Landkreisebene schon viele Jahre damit, was wir aktiv für den Klimaschutz tun können. Heute ist das ein Thema, das inzwischen im Landratsamt alle Dezernate neben ihren sonstigen Aufgaben ganz selbstverständlich betrifft und wo man diese Aufgaben nicht nur mitdenkt, sondern auch ganz konkret mit Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele unterstützt. Schließlich sind wir ja alle im Landratsamt, neben unserer Funktion in der Verwaltung, auch Bürgerinnen und Bürger und als solche natürlich auch genauso vom Klimawandel betroffen wie jeder Mensch im Landkreis. Die letzten Tage haben es ja gerade mal wieder etwas gezeigt, als die ersten Schweißtreibenden, die wir jetzt dieses Jahr hatten, ziemlich früh, muss man ja sagen. Das schafft dann auch die Motivation, an einer Verbesserung der Situation engagiert mitzuwirken. Und vor gut 10 Jahren war das noch nicht so selbstverständlich. Es war da noch gar nicht so genau klar, wer denn jetzt auch im Landratsamt den Klimaschutz machen soll. Sie kennen solche Sprüche, ja. Der macht den Datenschutz, der macht den Klimaschutz und dergleichen. Das ist natürlich genau die falsche Haltung bei solchen übergreifenden Themen. Die funktionieren nur, wenn wir die in das Denken, in die Köpfe der Leute reinbekommen, in die Herzen der Leute reinbekommen. Und zwar auch von allen Mitarbeitern, damit diese Themen einfach mitbearbeitet werden, wenn wir uns auch um andere Fragen kümmern. Und deshalb haben wir übrigens auch mit sehr viel Engagement des Landrats, Dr. Schnaudigl, schon im Jahr 2008 als einer der ersten Landkreise in Deutschland überhaupt gemeinsam mit den regional tätigen Energieversorgern eine Agentur gegründet, die im Auftrag des Landkreises Ansprechpartnerin rund um Klimaschutzfragen sein sollte. Und ich habe es jetzt über mehrere Jahre gut beobachten können. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir damals Frau Schwegle für den Aufbau der Agentur gewinnen konnten. Die hat sie nämlich nicht nur aufgebaut, sondern auch richtig gut ins Laufen gebracht. Dafür vielen Dank. Ja, man kann schon leicht den Überblick verlieren, wenn man zählen will, wie viele erfolgreiche Klimaschutzprojekte Sie mittlerweile mit Ihren 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf den Weg gebracht hat. Und es kommen stetig neue Projekte und Prozesse dazu. Sie selbst hatten ja jetzt gerade vor 2 Tagen nicht eine Klimaschutzwerkstatt hier in Kraichtal. Und die ist jetzt hoffentlich der Auftakt für eine noch bessere Verzahnung aller Klimaschutzbemühungen. Und wie ich Sie kenne, Frau Schwegle, gehen Ihnen die Ideen kaum aus. Ja, vielen Dank, Herr Bühler. Ja, in der Tat, nein, wir gehen die Ideen nicht aus, aber wir brauchen letztendlich alle Akteure, um das Thema Klimaschutz zu forcieren, voranzutreiben. Und 2008 gegründet, damals war ich noch alleine die ersten Jahre. 2009 bin ich dann tatsächlich in Kontakt auch gekommen mit dem Horst Meier. Und es freut mich ganz besonders, dass er heute da ist. Und er hat mich tatsächlich auch dazu getrieben, wir brauchen ein überregionales, auf den Landkreis aufgesetztes Klimaschutzkonzept, runtergebrochen für alle Kommunen. Und wir haben das damals, ich weiß nicht, zu 5 oder zu 6, haben wir das in 1,5 Jahren Arbeit erarbeitet. Er ist bei allen Kommunen rumgerannt, hat so wirklich genervt, Daten uns zu geben. Aber mit diesen Daten arbeiten wir heute noch. Also ich sage immer, das ist das Wichtigste, was wir damals angestoßen haben, dass wir da eine umfassende Datenbank haben, mit der wir heute noch arbeiten. Ein Solarkataster ist damals schon entstanden.
Und wenn ich mir überlege, wie viel Zeit wir verloren haben im Klimaschutz, dann stimmt mich das manchmal auch traurig. Genau, aber da nochmal vielen Dank, Horst. Und genau, also wollte ich heute einfach mal loswerden, wenn er heute hier schon da ist. Und dieses Klimaschutzkonzept, und dieses Klimaschutzkonzept wurde dann einstimmig 2014 vom Kreistag beschlossen. Und man kann es eigentlich gar nicht oft genug sagen, in einer Zeit, wo das, glaube ich, ja, viele noch nicht auf dem Schirm hatten, wie wichtig diese politischen Grundsatzbeschlüsse sind. Und wir sind dann ins Tun gekommen. Wir haben so viele Projekte an- und umgesetzt. Es gab aber auch Projekte, die wir in die Schublade legen mussten. Und ich möchte nur vielleicht 1, 2, 3 wirklich gute Projekte sagen. Also wir haben einen ersten Seewärmekollektor in Malsch letztes Jahr eingeweiht. Also wir entziehen, hört man mich noch? Ja, wir entziehen einem See, das ist ein künstlicher See in Malsch, da entziehen wir mit einem Wärmeschlangen Wärme und beheizen da zu 30% ein kleines Gebiet mit Schulen, mit Geschosswohnungsbau, ein Seniorenwohnheim. Und es ist der erste Seekollektor in Deutschland und wir haben so viele Seen in der Region. Und da ist es einfach wichtig, dass wir mal alle Potenziale auch letztendlich erschließen. Aber wichtig ist auch, dass hier die Kommunen mit dem Landkreis zusammen in diese Prozesse gehen. Der Landkreis wird jetzt im Juli bei dem Klimaschutzprozess des European Energy Award rezertifiziert. In der Zwischenzeit haben sich 13 Kommunen diesem Prozess angeschlossen und ich möchte natürlich auch alle Kommunen motivieren, wo ist der Herr Bürgermeister, auch das Kraichtal hier mitzieht. Genau, weil nur gemeinsam können wir wirklich, indem wir uns vernetzen, auch das schaffen. Und da muss ich auch immer wieder sagen, dank Rückendecken vom Landrat und wirklich von der Kommunalpolitik ist es auch nur möglich. Man kann nur gute Arbeit machen, wenn die Politik einen so unterstützt. Und da möchte ich auch mal Danke sagen an der Stelle. Und ja, gerade mal wieder das Mikro weitergeben. Ja, danke. Auch eines der Projekte, die Sie uns gebracht haben, einen der Prozesse, die Sie initiiert haben, ist ja auch die Klimaschutzwerkstatt, die Sie jetzt auch gerade hier hatten. Diese Klimaschutzprozesse auf politischer und auf Verwaltungsebene zusammenzuführen und ineinander zu verzahnen und diese Vereinzelung auch zwischen den verschiedenen Projekten eben zu überwinden, sondern im Prinzip ein integriertes Konzept zu schaffen. Darum geht's dabei. Und das ist ganz wichtig, um dann eine gewisse Schlagkraft einfach auch zu kriegen. Und das, was ich vorhin angesprochen habe, den Wandel in den Köpfen, den Wandel in den Herzen, das ist genau etwas, was man über solche Prozesse eben auch erzielen kann. Dass das Angebot so gut angenommen wurde, hat uns selbst übrigens positiv überrascht. Auch der Kreistag hat ja das Format mittlerweile mit seiner dritten Klimaschutzwerkstatt schon fest etabliert. Denn hier drin liegt auch gerade für den ländlichen Raum eine große Chance, alle Akteursgruppen, die an den Klimaschutzthemen arbeiten, an einen Tisch zu bringen und gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Und ob es jetzt die politischen Gremien sind, wie die Gemeinderäte oder eben der Kreistag, die Verwaltungen oder die Energieversorger und die zahlreichen Expertinnen und Experten in der ganzen Region, wichtig ist diese Verzahnung. Als Landkreis müssen wir das große Ganze denken, aber um es umzusetzen und unsere Ziele zu erreichen, sind wir auf die Kommunen und ihre Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Eine tägliche Erfahrung, hätte ich jetzt was gesagt, bei uns im Haus, aber natürlich beim Thema Klimaschutz auch von zentraler Bedeutung. Wir müssen 4 Säulen unseres Klimaschutzes auf- oder zumindest ausbauen, um bis 2035 klimaneutral zu sein. Das Ziel, das wir ja noch mal deutlich von einem früheren Zeitpunkt gesetzt haben. Wir haben gerade begonnen, einen regionalen Wärmenetzausbau mit einem gewaltigen Einsparpotenzial an CO2 zu planen. Als einer der ersten Landkreise überhaupt in Deutschland mit einem Solarkataster treiben wir parallel dazu den Photovoltaikausbau voran. Ich weiß das, weil wir da auch bei uns natürlich im Dezernat, ich habe bei mir etwa einen Abfallwirtschaftsbetrieb mit den Deponien, ja, auch wieder natürlich Diskussionen haben, die Frage, was können wir da verwirklichen. Zusätzlich haben wir das Thema nachhaltiges Bauen und Sanieren im Blick und hoffen uns eine deutliche Einsparung bei der sogenannten grauen Energie, die weltweit übrigens einer der größten CO2-Verursacher ist. Dazu denke ich, wird Frau Schwickle nachher noch was sagen.
Und schließlich ist natürlich das Thema der nachhaltigen Mobilität beim Landkreis, ÖPNV-Träger, gut aufgehoben. Für Sie hier und heute sind aber wahrscheinlich besonders die konkreten Ansätze interessant, mit denen wir als Landkreis Sie in den Kommunen unterstützen können. Die meisten der Ansätze werden von unserer Umwelt- und Energieagentur in konkrete Maßnahmen gegossen, sodass Frau Schwegli Ihnen hier genauer erläutern kann, welche Optionen auf Sie zukommen. Genau, beim Thema Bauen komme ich immer wieder so ein bisschen zu meinem Studium zurück. Ich habe eigentlich Architektur studiert und ich war Anfang der 90er schon in Vorarlberg und konnte dort sehen, wie nachhaltiges Bauen denn funktioniert. Also regionale Materialien einsetzen, auch eine gewisse Langlebigkeit, Ökobilanzen erstellen. Also, und man geht auch tatsächlich einfach viel sensibler mit diesen Ressourcen um und hat auch ein ganz anderes, das Handwerk hat dann noch ein anderes Standing. Und das haben wir irgendwann mal verloren hier. Also es muss alles günstig, schnell und das liegt mir auch sehr am Herzen, dass wir hier dieses Thema auch in die Kommunen wieder tragen. Wir haben einen Wettbewerb gewonnen, wo wir das Thema ressourcenschonendes Bauen auch mit Holz, mit Naturmaterialien jetzt in die Kommunen tragen werden, Starterhilfen für die Kommunen ausarbeiten, wie sie tatsächlich jetzt auch. Es gibt immer diese bürokratischen Hürden, Vergabeverfahren, aber auch Brandschutz ist ein Riesenthema, wie wir da die Kommunen unterstützen können. Tatsächlich, wenn saniert wird oder wenn neu gebaut werden muss, dann wirklich nachhaltig mit nachwachsenden Materialien, mit Recyclingbeton. Das ist wirklich essentiell, weil im Bauen steckt weltweit nahezu die Hälfte der Emissionen. Also dieses Mineralienthema ist ein Riesenthema. Wir haben eine Ressourcenverknappung. Das ist Ihnen alles bekannt und deswegen müssen wir auch, wenn wir abbrechen, die Materialien wieder in die Kreislaufwirtschaft bringen. Also ich glaube, das ist noch die größte Herausforderung, viel größer, glaube ich, als das Thema der Energieversorgung, wie wir künftig mit unseren ganzen Ressourcen umgehen. Also hier gibt es ganz konkret für die Kommunen ein Angebot, aber auch in unserer Bürgerberatung bekommen Sie hier alles zum Thema nachhaltiges Bauen und Sanieren. Genau, die Kollegen sind auch mit am Stand. Und da auch nochmal danke ans Energieberaternetzwerk. Ich gucke jetzt auch in die Richtung. Also wir sind ja nicht nur die Energieagentur. Wir sind ein Riesennetzwerk an Machern und ohne die wird es auch tatsächlich nicht gehen. Ein Thema, was wir da auch noch bespielen werden, ist das Thema Parkplatzüberdachungen. Sie kennen die PV-Pflicht. Ab 35 Stellplätze müssen Sie eine PV-Dach machen. Und auch hier wollen wir einfach den Kommunen so ein bisschen so einen kleinen Baukasten an die Hand geben, wie sie modular in Holzbauweise auch solche Überdachungen tatsächlich schaffen können. Wir brauchen künftig auch diese Flächen als Hitzeschutz. Wir haben jetzt im Mai schon solche Wahnsinnstemperaturen und deswegen müssen wir uns auch an das Thema Klimawandelanpassung in unseren Kommunen letztendlich kümmern. Das Thema Photovoltaik, wir haben es schon jetzt mehrfach gesagt, den Solaratlas, der gibt es jetzt demnächst einen Relaunch. Da bekommen Sie auch viel schneller dann auch Beratungen bei uns. Und wir können uns im Moment vor Beratungsanfragen nicht retten. Wenn man sieht, in Kraichtal könnten wir noch so viele Dächer belegen, das achtfache Potenzial. Also Sie könnten nahezu Ihren gesamten Strombedarf Ihrer Wohngebäude decken, wenn wir mal die ganzen Dächer belegen würden. Ja, also das ist doch, glaube ich mal, da sind Sie gefragt. Das sind natürlich, klar, wir haben die Handwerker im Moment nicht, das ist das nächste Problem. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass jeder hier, wenn möglich, auch wenn er ein geeignetes Dach hat, hier mitmacht. Genau. Und in dem Kontext aber auch wollen wir die Kommunen motivieren. Das macht bei mir der Kollege, der Carsten Thiel vom Team Strom. Wir wollen als Ziel, alle kommunalen Dächer im gesamten Landkreis sollen 2025 belegt werden. Und das werden wir nicht schaffen. Genau, das ist ein Ziel. Das müssen wir schaffen. Und da brauchen wir unsere Bürgerbeteiligung, da brauchen wir unsere Genossenschaften. Genau, die Freunde aus Kraichgau, die brauchen wir hierzu. Wir sagen immer, Kommunen, gebt doch die ganzen Dächer den Genossenschaften, bis diese ganzen Verwaltungsprozesse, wenn man selber ein Dach belegt als Kommune mit Ausschreibung, pipapo, dann wäre es einfach viel schneller und wir könnten die Bürger dann beteiligen, auch die, die kein eigenes Dach haben. Und genau, also wir sind, glaube ich, gut unterwegs. Ich glaube, die Kraichgauer müssen Personal aufbauen. Ich glaube, das ist das größere Problem. Aber also da sind wir auch zusammengewachsen.
Und jetzt vielleicht noch ein Satz auch zum Thema des regionalen Wärme-Backbones. Das klingt vielleicht echt völlig abstrakt, aber Sie lesen es ja, denke ich, Tag ein, Tag aus in der Presse. Wir haben oder es wird in Graben-Neudorf jetzt die erste Tiefengeothermieanlage im Landkreis entstehen. Es werden weitere im Bereich der Hart entstehen. Das sind so enorme Wärmepotenziale. Die können wir dort vor Ort gar nicht nutzen. Und wir versuchen jetzt tatsächlich eine Art Warmwassertrasse zu konzipieren. Die planen wir gerade, dass wir dieses warme Wasser auch in den Kraichgau bringen. Ersten Schritt nach Bretten und dann aber natürlich weiter. Zwei solcher Anlagen könnten das gesamte Fernwärmenetz der Stadt Karlsruhe versorgen, damit sie einfach mal ein Gefühl dafür haben. Das ist wirklich ein Riesenpotenzial. Es wird aber nur möglich sein, wenn wir auch die Abnahme sichern. Sonst wird die deutsche Erdwärme vor Ort nur Strom produzieren. Und dann war es das. Also wir sind jetzt gerade unter Hochdruck dran, tatsächlich diese Abnehmerseite zu finden. Wir sprechen mit Industrie, mit den Unternehmen. Die haben jetzt alle Druck durch den Ukraine-Krieg, so schmerzhaft wie das ist. Das ist das Einzige, was jetzt das Positive ist, dass wir auch mal an die Großindustrie rankommen. Das war bisher nicht möglich. Und in dem Zuge wollen wir auch noch eine Betreibergesellschaft gründen, Landkreis mit seinen Kommunen, mit den Bürgern zusammen. Und da habe ich echt die Hoffnung, dass wir da bis Ende des Jahres wirklich nochmal einen Meilenstein setzen, um die Region auch fit zu machen für 2035. Ich will, weil ich gerade gestern dienstlich unterwegs war, das einfach nochmal aufgreifen, was diese Wärmestrategie und dieses Wärme-Backbone anbelangt. Ich saß gestern in Vertretung des Landrats im Aufsichtsrat der Technologieregion Karlsruhe. Für die, die es nicht wissen, Technologieregion ist nicht nur Stadt- und Landkreis Karlsruhe, da geht alles rasch, Stadt Baden-Baden sind mit dabei, die südpfälzischen Landkreise sind mit dabei, da gibt es auch Vertreter aus dem Elsass noch mit drin. Und wir haben drei große Bereiche, die sich dort zusammengeschlossen haben. Das ist nämlich neben der kommunalen politischen Ebene, ist es vor allen Dingen auch die Wirtschaft und die Wissenschaft. Kultur ist auch daran beteiligt, aber in dem Gremium selber sitzen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammen mit höchstrangigen Vertretern. Und es war gestern wirklich sofort Konsens, dass diese Frage der Geothermienutzung bei uns im Oberrheingraben eine der bedeutendsten überhaupt ist, was die Frage der Bewältigung des Klimawandels anbelangt. Dass wir gerade an der Stelle auch aufpassen müssen, dass da politische Prozesse dann auch richtig gesteuert und erfolgreich gesteuert werden. Denn wie überall, wenn wir über solche Themen reden, denken Sie an Windräder, denken Sie auch zum Teil an die Photovoltaik. Solche Dinge sind auch immer umstritten, ja, und sie sind mit Ängsten belegt. Und an der Stelle muss man dann auch klug und richtig kommunizieren. Und das war für mich gestern auch nochmal wirklich sehr eindrücklich, beginnend beim Chef des KIT und dann über die anderen, die dort mit drin sitzen, dass es von der Grundfrage her überhaupt keinen Dissens gab, sondern dann eher die Diskussion darum ging, wie setzt man so etwas ins Werk. Und deshalb das, was Frau Schwegle jetzt gerade hier skizziert hat, dass es ganz wesentlich natürlich auch drauf ankommt, dafür zu sorgen, dass das, was man dort einrichten kann in der Oberrheinebene, dann auch entsprechende Abnehmer findet und dass wir es insbesondere nicht zur Verstromung, sondern vor allen Dingen für eine Wärmenutzung auch tatsächlich dann nutzen für uns selbst. Ich glaube, das ist von wirklich zentraler Bedeutung. Da haben wir hier bei uns in der Region ein echtes Potenzial, das es zu heben gilt. Genau, ich möchte vielleicht noch ergänzen, wir waren die Woche in München und haben uns in Unterföhringen und Holzkirchen die Anlagen angeguckt. Da ist das Thema, also man muss sehr ernst mit dem Thema der Seismizität umgehen, ganz klar, aber dort ist das Thema so auf so hohe Akzeptanz gestoßen. Also ich verstehe dann immer gar nicht, warum das woanders funktioniert und bei uns nicht. Und dort haben das die Kommunen in die Hand genommen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass es hier auch wirklich die Kommunen gemeinsam im Landkreis in die Hand nehmen. Es wird nicht funktionieren, wenn das ein Investorenmodell bleibt. Das wird so nicht funktionieren. Und das hat mir gezeigt, also die Gemeinde Holzkirchen hat 20.000 Einwohner, die haben 65 Millionen Euro investiert in so eine Anlage. Also ich war echt erstaunt. Und das betreiben drei Leute von den Gemeindewerken. Und ich denke dann immer,
boah, das müssen wir ja auch hinkriegen. Also warum soll das nicht funktionieren? Und also da bin ich jetzt noch motivierter, wie ich vorher schon war, von daher. Aber wir müssen alle erneuerbaren Energien ausbauen. Also es reicht nicht nur die Tiefengeothermie, da brauchen wir auch ein bisschen Strom wegen der Grundlast im Winter. Wir brauchen aber auch Windenergieanlagen, wir brauchen die PV, wir brauchen die Solarthermie auf der Freifläche. Es ist halt nicht mit dem einen getan. Jede Region muss ihren Teil beitragen. Wir brauchen auch das Thema, wir haben Reststoffe noch im Bereich der Biomasse. Hier brauchen wir tatsächlich einen Standort für eine Biogasanlage, eine Abfallanlage oder aber auch eine Pyrolyseanlage, wo Reststoffe auch von den Häckselplätzen eingesetzt werden können. Also es wird schon so sein, dass man vor Ort auch diese Dinge sehen werden muss. Und deswegen muss auch der Kraichgau seinen Teil beitragen. Wenn die eine Region im Harz ihren Teil beiträgt, dann ist es auch wichtig, dass sie hier auch Signale setzen. Und genau, also wir brauchen Strom und Wärme tatsächlich über alle Sektoren hinweg und in allen Bereichen. München ist gestern auch angesprochen worden und es ist eben sehr positiv vermerkt worden, wie groß die Akzeptanz dort im Großraum München ist, auch wenn es dort geologisch ein paar Unterschiede gibt. Ja, aber wichtig ist diese Konstruktion. Die Wertschöpfung muss in der Region bleiben. Nicht, wenn wir die Dinge so aufbauen, dass die Menschen den Eindruck haben, ich sage jetzt mal sehr salopp, da will jemand Reibach machen, dann werden wir die notwendige Akzeptanz für diese Dinge nicht erreichen. Ja, also deshalb hier regional bleiben und die Wertschöpfung auch in der Region halten, das wird Akzeptanz schaffen und das wird auch viel mehr Veränderungsbereitschaft dann mit sich bringen. Und dafür wollen wir natürlich dann auch weiterhin die Kommunen bei uns im Landkreis unterstützen. Einen wesentlichen Schritt wollen wir jetzt nochmal gehen. In nächster Zeit politisch ist schon angebahnt, weil die ersten Entscheidungen jetzt auch im Kreistag dann schon gefallen sind. Die Umwelt- und Energieagentur wird hier nochmal umgestaltet. Wir reagieren damit so auf die Klimaschutzgesetzgebung des Landes, weil nämlich dort dadurch die Herausforderungen, gerade für die kleineren Kommunen bei uns im Landkreis, immer größer werden. Und Frau Schwegler hat es ja vorhin schon gezeigt und auch mehrfach angesprochen mit den konkreten Projekten. Es geht dann auch strukturell darum, die Kommunen bei dem Thema Klimaschutz von Seiten des Landkreises zu unterstützen. Das ist eigentlich was ganz Normales. Ja. Der Landkreis ist deshalb da, damit er die Gemeinden, die die Kraft für manche Aufgaben von sich aus nicht aufbringen können oder nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand, um diese Aufgaben zu erfüllen, mitzuerfüllen oder die Gemeinden darin zu unterstützen. Und das gilt jetzt hier eben auch für den Klimaschutz. Und deshalb wollen wir hier jetzt künftig die Umwelt- und Energieagentur etwas umgestalten. Wir bereiten gerade die Gründung eines Kommunalvereins vor, der dann Gesellschafter der Umwelt- und Energieagentur werden wird. Die selber ist ja GmbH und das bleibt auch so. Diesem Verein kann man dann eben auch als Gemeinde oder könnte eben auch die Stadt Kraichtal zu einem recht moderaten Beitragssatz beitreten und sich damit einen noch unmittelbareren Zugang zu Leistungen der Umwelt- und Energieagentur sichern. Das, denken wir, wird ein sinnvolles Konzept sein, um unsere Städte und Gemeinden weiterhin bei ihrer Klimastrategie zu unterstützen. Und ich bin deshalb auch sehr zuversichtlich, dass das Thema Klimaschutz nicht nur im Landkreis Chefsache bleibt, sondern auch in den Gemeinden und auch bei Ihnen hier in Kraichtal. Ich kann Ihnen sagen, als ich vorhin beim Gelände ankam, wusste ich nicht so, was mich denn erwarten wird. Und es hat mich total gefreut zu sehen, wie lebendig es hier ist, wie wuselig, wie viele Leute da sind und jetzt auch schon über einen längeren Zeitraum. Vielen Dank nochmals für die Einladung und für die Möglichkeit, dass wir Ihnen hier unsere Überlegungen präsentieren durften. Und vielen Dank, dass Sie beim Thema Klimaschutz so aktiv mitmachen. Applaus